vor dem Coronavirus hat keine Macht über die Kunstverliebten. Dies wurde ein weiteres Mal beim feierlichen Konzert in der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin bewiesen. Am 11. März kamen in der Landeshauptstadt die Finalisten des Regionalwettbewerbs Jugend musiziert in der historischen Kundenhalle in der Wismarschen Straße zusammen. Selbst bei vielen leeren Plätzen in den geschichtsträchtigen Gemäuern wurde eines klar: Es gibt immer noch genügend Menschen in Schwerin, die die Nachwuchskünstler für ihre Leistungen gerne würdigen möchten. Dieser Wettbewerb, der ist ja, hat eine ganz lange Vorbereitungszeit. Viele Schüler fangen schon im Mai, Juni an, für das nächste Jahr sich vorzubereiten. Und der Anmeldeschluss ist ja erst im November. Aber dann im Januar sind die Regionalwettbewerbsspiele. Und dann erst können wir wissen, wer zu den Preisträgern gehört. Und jetzt haben alle die, die hier heute teilnehmen, einen ersten Preis erzielt. Und das ist was ganz Tolles schon. Und es wird alles auch sozusagen in Vorbereitung auf den Landeswettbewerb stattfinden als Preisträgerkonzert der Sparkasse. Der Wettbewerb Jugend musiziert ist für die Schweriner seit langem so etwas wie die Volleyball- oder Handballspiele. Konzerte der angehenden Stars aus der Region genießen eine außerordentliche Beliebtheit. Das Konservatorium Schwerin, das Goethe-Gymnasium, die Kunst- und Musikschule Ataraxia, all diese verdienten Talente-Schmieden liefern jedes Jahr aufs Neue junge Künstler, die voller Leidenschaft in den Kampf um die ersten Plätze ziehen. Die Erwachsenen greifen dem Nachwuchs dabei gerne unter die Arme. Wir unterstützen die Kinder sehr stark. Wir bilden Ensembles für Kammermusik, aber auch ich selber habe ja auch Schüler. Und wir haben ganz viele Extraproben und verabreden uns und betreuen die. Aber wir bekommen auch die Möglichkeit, durch Professoren dann nochmal ihr Repertoire vorzuspielen von der Hochschule in Rostock. Also sie werden sehr, sehr gut dann vorbereitet auf die nächste Stufe. Von William Byrd, einem beinahe komplett vergessenen Komponisten, der 1623 starb, bis hin zu Lin-Manuel Miranda, die erst 1980 auf die Welt kam, das gespielte Repertoire der Preisträger ist überaus breit. Ohne Beethoven und Mozart sind solche Konzerte natürlich unvorstellbar. Allerdings wird auch immer gerne tief in die Musikgeschichte hineingegriffen, um solche Namen wie Boccherini, Recha oder Boismortier wieder zum Leben zu erwecken. Begeistert bleiben dann auch jene, die vom Fach etwas ganz anderes gelernt haben. Für die Sparkasse ist es der öffentliche Auftrag, ne, Jugend und Kultur zu fördern. Und da uns das besonders wichtig ist, ist das heute ein schöner Rahmen, wo wir ja eben für die Unterstützung der Jugend in Schwerin eben sorgen können. Musik begeistert vor allem in schweren Zeiten. So macht Schwerin glücklich mit Musik.